Hallo, willkommen zurück in New Orleans. Wir sind Gabriel Knight, hier ein junger Mann hier. Und sind immer noch dabei, Mosley zu überzeugen, dass er den Fall wieder aufnehmen soll. Und irgendwie kriegen wir es nicht auf die Reihe. Ah, mir ist was eingefallen und jetzt sehe ich das auch beim letzten Mal. Ich hatte ja kurz ausgelockt und Grace hat ja erzählt. There's something in the ashtray. Ja. Super toll. Das meine ich mit mir ist was eingefallen. Ihr seht es, dass es hier glitzert. Und Grace hatte uns ja irgendwas aus dem Auge geholt. So, das glitzert hier auch schön. Wenn ich jetzt hier draufklicke und gucke nach. There's something in the ashtray. Da ist etwas im Aschenbecher und der deutsche Text lautet, der Aschenbecher ist leer. Das natürlich ist mal sowas von schwachsinnig, dass ich erst nochmal nachgucken will. Ja, toll. Das war mir nämlich fast da. Wieder. There's a snake scale in the ashtray. Wieder einmal passen die deutsche Übersetzung. Und der Originaltext absolut nicht zusammen. Und dann kommt es so hierzu. Also das ist echt... Leute. Ja, das hatte ich mir nämlich gedacht. Jetzt kann er das... Also hier muss dringend, und zwar wirklich dringend nachgearbeitet werden, weil so macht es keinen Spaß. Ja, also stand ja auch bei den Hinweisen irgendwie nichts dabei. So, was muss ich am fünften Tag erledigen? Level 1, hast du Artwisch besucht, bist du der Schlange gekommen, hast du mit Wusli, hat dir Magenta Moonbeam geholfen? Ne, das haben wir noch nicht. Moonbeam gibt mir keine Schlangenschuppe. Ja, das ist mir klar. Zum Moonbeam müssen wir nochmal auf alle Fälle. Und ich denke, da wird irgendwie das Rätsels Lösung an diesem hutzligen... an diesem hutzligen blöden Automaten, wo ich auch noch keine Lösung habe. Weil es da auch irgendwie relativ wenig Hinweise gibt. Aber zumindest mal haben wir nun He places the two scales together. The two iridescent scales are a perfect zwei Schlangenschuppen gefunden. Kling, kling, klang, siehe da, es war die Rätsellösung und jetzt eiern wir schlicht und ergreifen nochmal zu Mosley. Ich bin zwar nicht ganz sicher, ob das jetzt funktionieren wird, aber ansonsten kann ich mit dem blöden Schuppen ja auch nichts anfangen. Und versuchen zu beweisen, die eine ist von dem Mordtatort und die andere ist aus dem Museum. Was darauf hindeuten könnte, dass die Schlange des Museums auch am Ufer des Lake Poncherain... Hey, Mosley. Knight, I had a feeling you'd show up. Eingesetzt worden ist und vielleicht reagiert er dann. Also es ist ja I have these two snake scales. One's from the crime scene at Lake Pontchartrain. The other's from a snake in the Voodoo Museum on Ursulines and Charters. Is this common? Do they all look alike? Not at all. They're both constrictor scales and the coloring is the same. A python's coloring is quite individualistic. A python? That's right. Hardly an indigenous snake to Louisiana. Somehow, some way, the Voodoo Museum's python was at the scene of the Lake Pontchartrain murder. Well, I'd call that a lead, all right. It definitely suggests certain lines of inquiry at the museum. Not bad work, Knight. Ja, macht es jetzt? Okay, I'll reopen the case. Jawohl, jawohl, I hate to admit jawohl. It, but you've done some pretty good detective work here, Knight. Well, you know what they say. Imitation is the sincerest form of flattery. Well, Point taken. Glad I could inspire you.
I'll check around the department, but I have a feeling I'm on my own. I'll be in touch. Meanwhile, you stay out of trouble. I mean it. I'll try. Thanks, bud. Errungenschaft. Was nun? Now lay low and let me handle this. Yeah, fine. Okay. Kann mich noch nicht bewegen. Okay. Ich will aber hinterher. Ja. Leg mal Schritt zu, Gabriel. Nun ist er weg. Er wollte in eine Wohnung. Was für eine Wohnung wollte er denn? Wo ist er denn jetzt hingegangen? Hä? Hier? I should add Mosley to the hat. Oh, das ist ein Fenster. That window leads to Mosley's office. Aber vielleicht mal rein. Was haben wir denn hier? Was sagt denn das hier? Gebäude, Gebäude, Gebäude. It's another municipal building. Ja, gut, interessiert Gabriel nicht. Kann hier auch nicht weiterkommen, ne? Nein! Wo ist Mosley denn jetzt hin zum Gucken? Ist er jetzt zum Museum geeiert? Ist er denn jetzt zum Museum gefahren? Ins Wudemuseum. Posted on the door of the museum is a sign saying closed today only. Caramba. This time the door is actually locked. Da ist er definitiv nicht hin. Was machen wir denn jetzt? Am Friedhof? Das würde auch nichts bringen. Ein Truck. Aber hier doch am Friedhof? Nee, Quatsch. Wir müssen ja mit Mosley. Ihm können wir die Schuppen auch zeigen. Na ja. Does this mean anything to you? Nope. Ja, das war klar. Haben wir vielleicht hier nochmal was über den Voodoo-Artikel? Does this mean anything to you? Nope. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Standbild. Jetzt passiert auch nichts. Ihr habt mir da das verdammte Hörnchen, der sitzt immer noch. Aber da geht er auch nicht weiter. Hier kann er auch nichts machen. Haben wir hier noch irgendwas Besonderes? Philipp, da Standbild, Ausgang zu großen Schlangenstandbild, Zaun. Aber ich glaube, das war es eventuellerweise schon mit Mosley. Gabriel looks at and in the vases, but he doesn't see anything he wants to take. Gilt das auch für diese Vase? Die kann man noch nicht mal aktivieren. An angel draped dramatically over a stone plinth marks the entrance to a large tomb. Wir wissen ja zumindest mal, hier oben ist dieser komische schöne Schalter, den wir aber irgendwie nicht bedienen können, weil wir den Schlüssel dazu nicht haben. Und ein Rätsel ist es irgendwie auch nicht. The plate is in locked position. There's a keyhole on the plate. But Gabriel can't operate that without a key. Einen Schlüssel haben wir aber nicht. Und ich glaube auch kaum, dass die Schlangenschuppen da der Schlüssel sind. That doesn't work on the plate. Dachte ich mir. Gut. Laut Hinweisen müssen wir nochmal zum Moon, wo wir noch eine Schlangenschuppe abgraben müssen. Hinweise. Hast du Adel besucht? Ja. Bist du der Schlange gekommen? Ja. Hast du Ausmus gesprochen? Ja. Hat dem Agent der Moonbeam geholfen? Nein. Nein, hat sie nicht. Hat sie nicht, hat sie nicht, hat sie nicht. Wir müssen wieder an diese Frag die Lola-Maschine. Das ist doch nicht zu glauben. I had a feeling you'd be back. Ach. Boy, you are amazing. Please, be seated.
Ja. Aber da bin ich auch noch nicht irgendeinen Schritt weitergekommen bei der Moonbeam. Could I ask you a few more questions? Certainly. Hier ist nochmal der Voodoo-Code. Could I try talking to the Loas again? If you think you can convince them to grant you their approval, of course. Ja, hier hatten wir ja auch schon eine Stadt. Trusted. Was? Nochmal. Trusted. Vertraute. Friend. Kann ich das einstellen? Okay. Was? Nee. Was ist da? So, aber das wieder weg. Was? Was? Ei. Was ist das? Warum geht er jetzt hier nicht? Da war doch das E. Friend. Trusted Friend. Nee. Friend. Das war das Richtige. Well done, Mr. Knight. You have earned the Loire's approval. Truly, it's an honor. Now, about that code. Let me see. Da muss man nur einfach lesen, was die Maschine so vorgibt. Das habe ich aber erst natürlich so schnell gar nicht getan. Well, some of it is nonsense, I'm afraid. Whoever wrote this wasn't very good. That's all right. Just tell me what it says. It starts with a D and J. Then, okay, this part makes sense. It says, conclave tonight. Bring... Well, then there's more nonsense. F-W-E-T-K-A-S-H. The last bit might mean cash. Fresh cash? Doesn't make much sense. That's okay. Thanks. D-J conclave K-A-S-H. And it's a start. I'm happy I could help. Können wir sie jetzt nochmal befragen mit den Schlangenschuppen? That doesn't seem to work that way. Leider nicht. Could I ask you a few more questions? Certainly. Tell me more about snakes. Oh, I wouldn't want to give away my trade secrets. War nochmal Grimwald, aber was soll ich jetzt über Grimwald? About Grimwald. What about her? How about showing me how you handle Grimwald? Really? You would like to see me dance, perhaps? That would be swell. No matter what you see, do not be frightened. I'll give it my best shot. Das hatten wir schon mal, ja, das kann ich aber nicht abbrechen, leider. Jetzt bekommen wir noch einen Tanz. Mit Grimwald. Das hatten wir aber schon, das Klingklingklang, Schlangenkäfig. Was macht er denn jetzt? Sind wir den Käfig mit? Nee.
nimmt er die Schuppen, die Haut mit. Gabriel, ja, okay. Grabs the shed snake skin while Magenta is otherwise occupied. Das war jetzt der wüste Zufall. Hätte ich jetzt gar nicht drauf geachtet beim ersten Mal, dass man an den Käfig ran kann, wenn sie tanzt. Aber dann könnte man jetzt eventuellerweise nochmal die Schlangen der alten Haut. There. Truly inspiring, isn't it? That's certainly one word for it. Okay. Aber das sollte man sie vielleicht jetzt nicht gerade befragen. Oder kann ich aber jetzt, sagen wir mal, das kombiniert mit dem? Nein. Geht nicht. Zu den Schuppen will sie auch nichts sagen, ne? Gabriel can't see a way to use that. Ja, da würde ich mal sagen mit den Hinweisen. Was sagen denn die Hinweise? Oh, sind leer. Dann war's das bei Moonbeam tatsächlich. Ging's nur um diese blöde Haut? Alles klar? Well, I guess I'll be going now. As you wish. Dann. Open your mind and heart and the way will be clear to you. I'll give it my best shot. Jetzt haben wir auf alle Fälle wesentlich mehr Informationen. It's getting late. Gabriel decides to go home. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Auch den Tag zu Ende zu bringen. Ja, gut. Das mit dem Lesen des Trusted Friends, da muss man erstmal drauf kommen. Beim ersten Mal fällt das gar nicht so auf, weil die Buchstaben so schnell durchgehen. Tja, Malia ging nicht ans Telefon. Was soll uns das sagen? Und wir haben wieder wüste Albträume. Gabriel, ach Gabriel, ich denke Malia, so nett und gut sie vielleicht im Bett ist, aber ich wette, das wird eine fürchterliche Erfahrung noch werden. Erinner dich an den Schattenjäger, deinen Onkel, der der Sklavin anheimfiel, auch ihrer Schönheit und daraufhin alles verriet. Und im Moment läuft alles auf das Gleiche raus mit dir. Tja, so sind sie, die Frauen. Nein, nicht alle Frauen natürlich. Nicht alle Frauen sind so. Nur Voodoo-Priesterin, da sollte man sehr vorsichtig sein. Was man mit diesen anstellt. Jawohl, Day 6. Als die Nacht so wie der Tag bekam, erblickte ich die rote Kralle. Ich erkannte im Angesicht der Furcht ins Einschlund. Also diese Texte sind ja irgendwie... Ja... Derb. Ich kann sie nicht übersetzen. Hi, Grace. So, Tag 6. Oh. Was ist denn das? Ein fast totes Huhn? What is it? What's wrong? Gabriel! I see it, Grace. Hold on. There's no one in the shop, and I know there's no one in the back. It's okay. Okay? Gabriel, that thing is still barely alive! How could someone do this? With a knife, maybe? Oh, God, don't even start. We should call the police. No, I'll take care of it. But, Gabriel? Ja, vor allen Dingen, das... I said I'll take care of it. Hähnchen ist schon gerupft. Why don't you go get some coffee? I'll have it all cleaned up. Es ist praktisch tot. They know where you live now. Das wird doch ein geiles Mittagessen. Frischer können wir das Vieh doch gar nicht bekommen. Nicht tiefgefroren. Are you sure you don't want to go home? I could close the shop today. No, I'd rather keep busy. I'll be fine. At least that creepy guy is gone. Not that they aren't still watching. Anyway, speaking of keeping busy... Gabriel! I see it. Stay back. Special delivery, it seems.
Kling, kling, klang. Ich wollte sie eigentlich mal befragen. Macht sie da irgendwas mit den Schuppen? That doesn't seem to work that way. Nein, das funktioniert nicht. Und kann sie vielleicht Nachforschung zur Haut anstellen? That doesn't work that Nein, way. Tut es auch nicht. Vielleicht, oder wir sprechen nochmal mit ihr. Nachforschungen anstellen. What's up? Forschung beantragen, aber das ist nicht gelb, dann geht's glaube ich nicht. Could you do some research for me? Sure, what? Nein, das muss wohl gelb sein. I can't think of anything. Und bei den Nachrichten sicherheitshalber? Do you have messages for me? I've given everything to you. Gut. Kann man nicht ändern, dann wollen wir uns mal auf den Brief stürzen. Nicht auf die Türmatte, auf den Umschlag und schauen mal. It's just an envelope. I can see that. Ja. Sollst du ja nehmen. Take that! Ja, was hatte ich jetzt eingesteckt? Wollen wir da erstmal uns anschauen? Gabriel opens the envelope and finds a note from Mosley in a small brass key. Mosley's note says, Gabe, I have to go underground with this thing. It runs wide and deep throughout the department and the city board. I'm already being watched. It was suggested that I take vacation time, so I am, at least as far as they know. Try to keep out of this. It's too hot for a rookie. Just in case, I'm sending you my office key. You might find some useful things there. P.S. I think this note will look great in the book, don't you? Make sure you save it. The note is signed by Mosley. Gut, ich habe jetzt erst gedacht, das wäre vielleicht der Schlüssel zur Grabkammer. Aber das ist der Schlüssel zum Büro. Aber das werden wir in dieser Folge nicht mehr machen. Dann haben wir zumindest mal einen ersten Ansatz, was wir in der nächsten Folge sofort benutzen müssen. Den Schlüssel von Mosleys Büro. Ich hoffe, es gibt keinen Zirkus mit den anderen Beamten. Ja, bis auf... Am Anfang wieder diese Problematik mit der Schlangenschuppe, weil ich konnte mich noch entsinnen, sie hatte gesagt, du hast was Grünes im Auge. Und wenn man dann auf den Aschenbecher, und der blinkte ja auch noch, also da haben sie wenigstens das Blinken gemacht, aber der Text des Geschichtenerzählers, da ist einiges im Aschenbecher und der deutsche Text dazu, da ist, der Aschenbecher ist leer. Das sind schlicht und ergreifend Punkte des Leute, so geht's nicht. Das macht wirklich, das macht keinen Spaß, da müsst ihr wirklich hier, was den deutschen Text betrifft, das nochmal nacharbeiten. Weil da kann man sich ja tot suchen, wirklich tot suchen, um in der Story weiterzukommen. Ja. Okay, dann danke ich vielmals allen Zuschauern, wünsche euch eine schöne Woche noch, würde mich freuen, euch auf dem Kanal wiederzusehen. Ja, und bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao. Mit etwas holprigen Anfangsschwierigkeiten bedingt durch die falsche Übersetzung des deutschen Textes sind wir nun doch gut durch den Tag geschwirrt. Und selbst beim ersten Mal dieses komische Rätsel auf der Frag-die-Lua-Maschine, wenn man langsam tatsächlich mitliest, dann Trusted Friends, vertraute Freunde, ist natürlich auch hier in der englischen Sprache geschrieben, ja. Wer das nicht kann, hat da ein bisschen Probleme. Und wir konnten durch die zweite Schlangenschuppe Mosley überzeugen, den Fall wieder aufzunehmen, was aber anscheinend nur dazu führte, dass dieser inzwischen einen riesen Ärger bekommen hat. Nun haben wir den Schlüssel zu seinem Büro und wollen mal schauen, was wir dort Interessantes dann vorfinden. Aber das gibt's dann erst in der nächsten Folge hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao!